Hey da, was geht ab, Leute? Hong hier mit dem Video zu dem neuen Update. Tauschen ist am Start. Es wird diese Woche kommen. Ihr habt bestimmt schon die ganzen Videos gesehen. Also ich glaube, jeder andere YouTuber hat dazu ein Video gemacht. Dementsprechend will ich was anderes machen. Und im Gegensatz zu den anderen will ich das nicht in die Länge ziehen, sondern so schnell wie möglich alle Infos rüberbringen. Deswegen fangen wir direkt an. Wann kommt das Update? Diese Woche kommt das Update. Was genau bringt das Update? Ihr könnt Items senden, Bonis erhalten und Pokémon tauschen. Wie macht man das Ganze? Es wird dann einen Trainercode geben, den könnt ihr euch gegenseitig schicken und dadurch Freundschaftsanfragen versenden und Freunde annehmen. Die Anzahl der Freunde ist momentan auf ein Maximum von 200 Leuten gesetzt. In der Freundesliste könnt ihr dann sehen, wer alles aktiv ist, was er so gemacht hat, was er gefangen hat und wann er das letzte Mal online war. Wenn ihr dann einen Pokéstop oder eine Arena dreht, erhaltet ihr bestimmte Geschenke. Die könnt ihr selber nicht aufmachen, sondern nur an Freunde verschenken. Darin enthalten sind dann nützliche Items. Wir wissen, es sind nur Items, die man aus den Stops drehen kann. Das heißt keine TMs oder Sonderbonbons oder Glücksseil oder Rauch oder sowas. Sondern echt nur Sachen wie Top-Beleber und Max-Beleber und sowas, Top-Trank. Und dazu gibt es auch noch eine Postkarte von dem Stop. Ein weiteres besonderes Item in den Geschenken für die Freunde sind 7 Kilometer Eier. Und in den 7 Kilometer Eiern sind Alola-Pokémon drin. Das heißt aber nicht, dass Alola-Pokémon dann nur in den Eiern zu finden sind. Die kommen dann auch noch weiter wild. Zum Beispiel wie demnächst in Chicago beim GoFest Alola Kleinstein und Alola Dicta. Da kommen dann immer noch welche wild, aber die meisten dann hauptsächlich durch die Eier. 7 Kilometer. Und wenn du einem Freund ein Geschenk machst, schickst oder mit ihm raidest oder mit ihm Arena-Kämpfe bestreitest, dann erhöht sich euer Freundschaftslevel. Und es gibt 4 Level. Ich glaube Freund, Superfreund, Ultrafreund und bester Freund. Und ausgehend vom Freundschaftslevel und wie hoch der ist, gibt es verschiedene Sachen. Man muss weniger Staub bezahlen beim Traden. Man kriegt mehr Premierbälle bei Raids. Und man macht mehr Schaden bei Raid-Kämpfen und Arena-Kämpfen. Das ist sehr interessant, vor allem wenn man mit seinem Freund auf Raid-Tour ist. Dann braucht man weniger Leute. Was für mich sehr interessant ist, paar 4er Raids können dann Duo zu zweit gemacht werden. Und einfach 4 Bälle mehr bei einem legendären Raid. Das ist so ein krasser Unterschied. Also 4 Bälle können echt der Unterschied sein zwischen ultimativen Leiden und einem 100er gefangen. Diese 4 extra Bälle. Durch Tauschen erhöht man auch den Freundschaftslevel. Und den kann man irgendwie nur einmal am Tag erhöhen. Dann gibt es auch noch so eine Liste. Freund ist ein Tag und dann so weiter. Bester Freund ist glaube ich 90 Tage. Dann kommen wir zum Traden. Traden kann man erst ab Level 10. Und der Trade-Partner muss dein Freund sein, also in deiner Freundesliste. Und er muss in einem Umkreis von 100 Metern sein. Alle Trades kosten Staub. Und wie wir gerade erfahren haben, abhängig vom Freundschaftslevel, mehr oder weniger Staub. Fürs Tauschen kriegt man auch noch Bonbons. Genauso wie beim Verschicken. Und je weiter weg das getauschte Pokémon ist, maximal 100 Kilometer, desto mehr Bonbons gibt es. Sagen wir mal, man tauscht regional oder so, dann gibt es mehr Bonbons dafür. Dann gibt es noch spezielle Trades. Die kann man nur einmal am Tag machen. Und zwar sind das legendäre, schillernde, also Shinies und Pokémon, die du noch nicht im Dex hast. Und letzte Info, Pokémon, die man tauscht, haben nicht dieselbe IV dann am Ende. Also wenn du einen 100er tauscht, kommt nicht ein 100er beim anderen an, sondern das Pokémon, das du auswählst zum Tauschen, bekommt eine Reichweite an IVs oder Werten und irgendwas davon wird dann beim anderen landen. Bisher sind sich alle ziemlich sicher, dass die IVs nur nach unten gehen können beim Tauschen und nicht nach oben. So, das waren alle Infos. Ich hoffe, sehr knapp und kurz zusammengefasst für euch nochmal. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom neuen Trade-System haltet. Freut ihr euch drauf? Seid ihr gehypt? Seht ihr das eher skeptisch? Alles unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.